Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute präsentiere ich euch ein Bier. Als ich die Kiste von der Kalea Aprilbox aufgemacht habe, habe ich dieses Bier rausgefunden und habe gesagt, hey, da freue ich mich schon jetzt drauf. Und zwar ist das das Pepper Pils und das ist eine Kollaboration der Brauerei Welde mit Himburgs Braukunstkeller. Und an dieser Stelle ganz, ganz liebe Genesungsgrüße an den Alex Himburg. Der hatte ja, wie man seinem Always Look on the Bright Side of Life Interpretation auf Facebook entnehmen konnte, eine ziemlich harte Zeit in Brasilien mit einem Unfall. Und hoffe, der ist auf dem Weg der Besserung. Und an dieser Stelle, wie gesagt, alles, alles Gute. Hoffe, du schaust vielleicht zu. Wenn nicht, dann werden wir jetzt einfach viel Werbung für dein Bier machen. Amasi, eine der Klassiker zum Beispiel aus Himburgs Braukunstkeller. Und das Pepperpilz macht mich sehr, sehr neugierig, weil ich habe letztes Jahr zum ersten Mal, es war von der Mohrenbrauerei, auch ein Pfefferpilz getrunken. Oder Pfefferbier hieß es, weiß gar nicht, ob es ein Pilz war. Und das fand ich sehr, sehr spannend und habe von diesem Bier gelesen. Und ja, wie gesagt, bin sehr, sehr neugierig, was da rausgekommen ist. Kann mir das ja mit dem klassischen Pilz vermutlich gar nicht vergleichen. Es wurde Pfeffer aus Nepal und Kambodscha verwendet. Also kommt ein bisschen daher, wo der Pfeffer wächst. Und dieser Pfeffer trifft jetzt auf ein untergäriges Lagerbier. 4,8 Volumenprozent Alkohol übrigens, 12 Grad Stammwürze und 25 Bittereinheiten, also an der Front schon mal sehr pilztypisch. Vielleicht sogar ein bisschen weniger als ein normales Pilz und vielleicht auch nicht ganz so hell dieses Bier. Es ist eher so ein leicht orangenes Bernstein. Ja, also wie gesagt, nicht so pilztypisch, schon ein paar Schwebstoffe da drin. Vielleicht ist das schon der Pfeffer. Weißer, schöner, kräftiger Schaum obendrauf, sind auch gut anderthalb Finger breit und aha, auch das ist jetzt nicht so wirklich pilztypisch, hat eher so eine fruchtige, süße Nase, so grapefruchtartige Zitrusnoten, Mango, Orange, aber auch so, weiß nicht, ob ihr diesen Geruch kennt, wenn man eine Pfeffermühle gerade gedreht hat. So riecht das. Ja, in diesem Sinne, cheers. Aha. Also auch da muss ich ganz ehrlich sagen, der klassische Pilzbiertrinker dürfte halbwegs enttäuscht sein. Das hat auch wieder so ein bisschen Orangenschale, ist gar nicht so herb wie ein Pilz. Hat malzig, karamellige Töne und so ganz hinten schwingt dann so eine pfeffrige Note mit, aber es ist auch, würde ich sagen, so ein bisschen Chili mit dabei, aber wie gesagt, ohne jetzt irgendwie so besonders scharf zu werden. Was wieder sehr pilztypisch ist, es ist viel Kohlensäure drin, ist sehr kräftig von der Kohlensäure her. Fein, cremig, aber dann auch wieder nicht zu körperreich, eher schlank bis mittlerer Körper. Was ich spannend finde, hinten raus, diese Herbe, die ja eigentlich dann fürs Pilz sehr, sehr, sehr typisch wäre, die verschwindet wieder und diese Fruchtnoten, die kommen nach vorne, so ein bisschen pfeffrig bleibt es. Aber wie gesagt, diese Herbe verschwindet. Ich bin jetzt ganz ehrlich, wenn man Pfefferpilz hört, dann würde man tendenziell vielleicht ein bisschen mehr Dominanz beim Pfeffer erwarten. Aber es ist einfach auch wieder mal ein Bier, was zeigt, was Bier kann, was möglich ist.
wenn man Pilztrinker ist, und ich will gar nicht bestreiten, dass die Basis dieses Bieres sicher ein Pilzrezept ist, aber wenn man eben die richtigen Zutaten nimmt, dann kann man auch innerhalb eines Stils unheimlich viele Variationen erzeugen, ohne dass man jetzt so das klassische Pilz in diesem Bier wiederfindet. Und all das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir 5 von 5 möglichen Punkten für das Pepper Pils aus dem Brauhaus Welde zusammen mit Himburgs Braukunstkeller wert. Ein wirklich, wirklich geiles Bier. Gefällt mir sehr, sehr gut und zeigt eben, was Bier in der kreativen Schiene alles machen kann. Wenn ihr dieses Bier kennt und einfach überhaupt nicht davon überzeugt seid, dann schreibt mir bei YouTube, bei Facebook oder auch im Blog, oder wenn ihr meiner Meinung seid, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Ihr habt die Gelegenheit dazu. Nicht vergessen, hier unten auf Abonnieren klicken, beziehungsweise im Abspann gibt es nochmal die Gelegenheit dazu. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei Probiertv. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.